kann er die Quest halt schon fast beendet haben, wenn die für mich jetzt zählt. Zählt ja nicht. Also ich hau gleich mal eine und muss sagen, was dann zählt. Aber du bist wahrscheinlich zu weit weg. Achso, man muss die, braucht diese Treasure, was? Man muss die looten. Oh, Gott. Oh, den Treasures. Damn Treasures. Gimme them Treasures. Schön, ja, kannst du so gut hier, kannst du es ja synchronisieren. Ragnar, du bist ein Naturtalent. Du solltest von Goku in Dragon Ball Super solltest du synchronisieren, weil derjenige, der es macht, der kann es nicht. Oh, die Stimme ist jetzt kacke, die neue. Das ist halt völlig, das geht gar nicht, sorry. Goku klingt nicht so, wie der spricht. Der ist heute zum Super Saiyajin Gott geworden. Meine Bewerbung raus. Super Saiyajin Gotto. Das war schon ewig keine Folge mehr gesehen. Ich finde ja Super Saiyajin Red besser als Blue. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich hab die noch nie gesehen, die Serie. Ja, als Gott ist rot und dann ist irgendwie so eine Übergottform und da hat dann blaue Haare. Ja. Echt? Warum spoilerst du denn? Das wusste ich nicht. Was? So, das weiß doch jeder, Mann. Das ist fucking 5 Jahre alt schon wieder. Nee, Dragon Ball Super ist von 2015 die Serie. Ja, aber da gibt's schon die ganzen Folgen jetzt hier mit dem Turnier der Power und so, ist gerade mittendran. Ja, ich aber... hab letztens erstmal wieder Inuyasha geguckt. Und das war schon durch. Inuyasha hat einfach das genialste Intro von fast allen Animes, finde ich. Ja. Aber die Serie. Früher einfach so im Free-TV, mittags im Fernsehen lief, ey. Das läuft immer noch, Pro7 Max, jeden Nachmittag. Das war doch hart zensiert, da war doch überhaupt kein Blut mehr spielen. Echt? Keine Ahnung, da wo ich gesehen habe. Das war zensiert, was? Genau wie Naruto zensiert war, die haben überhaupt kein Blut mehr, das war alles. Ja, Naruto war echt. Die haben nicht mal mehr töten gesagt, die haben besiegen gesagt, anstatt töten. Oh. Er hat unsere ganze Familie besiegt. Zensiert, Inuyasha. Weiß ich nicht. Die paar, die mich gesehen hat, waren auch da von RTL 2 und so. Dann lief das aber später, oder? Kindern kannst du nicht so Blut zeigen, die werden dann geisteskrank und gehen die Schule mal am Abend. Ich hab das früher als Kind auch immer nachmittags geguckt. Ja, das erklärt viel. Naja. Heute hat sich alles geändert, ne? Ja. Und trotzdem haben wir das gleiche Problem wie früher. Bist du schon hier in dem Haus ganz oben? Ja, ich glaub grad wo. Wie viel hast du von dem Treasure? Ich hab 4. Ich hab alle, glaube ich. 5. Bin ich mir sicher. 6. Hier oben ist ja nix. So, wir müssen jetzt noch Marine töten, bla. Ja, und noch irgendwas anderes töten. Irgendwas töten. Ja, immer müsst ihr alles töten. Hier oben, da, den Typen, den müssen wir machen. Komm mal nach oben. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich war ganz oben, da war der nicht. Wie, da war der nicht? Der ist doch hier. Ich war woanders oben. Ich bin ganz tief hochgelaufen. Okay. Ganz auf dem Dach. Erstmal ein One-Shot, so muss es. Gleich wieder in der nächsten Phase. Hast du es geschafft, nicht Junge. Unterfallen und den Bloodlust nicht vergessen. Und Death Days und so. Annihilate, genau. You know? Jo, jetzt nächste Phase. Sind aber noch Bloodlust. Die Geister da. Stimmt, und das. Danke. Ja, tu es. Und den Pot, ich bin ne? instant gestorben. Woran? Ich hab irgendwas nicht gekickt. Guck doch im Log nach, steht da. Ach so, die Ads. Ja, die Ads. Ja, diese Challenges, das ist schon Spaß. Sterben, ja, keine Ahnung, die haben irgend so einen komischen Cast gemacht und dann bin ich in einer Sekunde gestorben. Hallo Yannick, ich glaub, na, alles fit? Das erklärt einiges, ey. Ja, hält ja nichts aus, das ist wie ein Stoff, hier geht direkt zu Boden. Kill die mal noch schneller oder so. Keine Ahnung. Wie nicht? Ich kann Hauen machen und ich kann Frankenhieb machen und was soll ich sonst machen? Ja, so, erzähl mir mal ein paar Pets, als Hunter kann ich es auch machen. Aber keine Ahnung, wie können die so lange leben, ey? Immer wenn ich einen Dude im Raid sehe, der hat auch 1 Million Bomb-DPS oder so, ey. Nee, die waren gerade hinten verwirrt, alle, und... Verwirrt? Ja, von diesem Glas. Von dieser Kugel. Ich habe eine Kugel genommen. Wir brauchen noch 4 Marines, aber ihr lebt dann nimmst du die einfach schnell weg und dann machst du die weg. Ich glaube, das war jetzt das Problem. Und dann sind die halt in der Zeit... Oh, das ist ein Marine. Töte ihn. Normalerweise decken die sich ja erstmal langsam hoch. Ja, genau. Und weil die halt hinten verwirrt war, konnte ich in der Zeit keinen Schaden machen. Da waren die Auto-Range. Da waren ja schon plus 1000. Damit hat das doch nichts zu tun. Du kriegst ja den Debuff, der bei dir hochsteckt. Ich hab hier noch einen Marine. Den kriegst du nur die krassen. So. Fertig. Also, als die bei mir waren, haben die mich fast gewonnen. Abgeberino. Mehr oder weniger gewonnen. Keine Ahnung, weil normal müssen die ja immer bei dir sein. Keine Ahnung. Hier werden wir gleich hingeschickt, oder? Um diese Dinger hier zu machen, diese so Elementare. Ja. Wenn wir wiederkommen. Ich meine, das ist hier so die Fortführung. Ist auch. Hast du recht. Also müssen wir nur durch. Und dann müssen wir gucken, ob wir nach OG gehen oder. Ich glaube, hinten in diesem Waldgebiet levelt man schnell in der Schare dahinter OG.
kriegt man ganz schnell noch ein paar Level. Einfach nach. Hab ich dann immer gemacht, dann konnte ich Indies gehen, dann bist du eben direkt Level 20. Ich hätte das mit den Invasionen machen müssen, als sie noch gar von dem Pre-Event, ey. Ja, da kannst du aber nicht mit Level 10 hin. Klar. Doch, konntest du. Echt, aber das hat doch kein Level gebracht, oder? Doch. Das ist direkt irgendwie Level 8 oder so gehabt danach. Oh. Würde mal gerne wissen, ob das geht irgendwie, wenn man auf Argus da diese Invasion Points macht, aber ich glaube nicht. Naja, kommst du gar nicht nach Argus. Ja, warum kann ich da eine hinporten? Hinporten, ne? War es da auch immer scheiße. Hast du mal drei Leute? Wobei, warte mal, hinporten? Ja, doch, im Warlock halt, ja. Aber ich glaube nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube nicht. Weil dann die Invasion Points, die sind ja so oft da und die anderen Invasions, die waren ja nicht immer da. Und, die anderen sind auch noch.